Stefan, ich habe einen neuen Job für dich. Bei der Müllabfuhr. Denn die fahren immer voraus und du läufst unglaublich gut hinterher. Und Union Berlin ist immer noch Tabellenführer in der Bundesliga. Eiserne Union heißt ja übersetzt die harte Gemeinschaft. Ist auf jeden Fall kein Geheimtreffen im Swingerclub. Mit Spaß beiseite, ne? Union Berlin zeigt, wie man mit wenigen Mitteln viel erreichen kann, ne? Da haben die Spieler nämlich Bock auf den Verein und nicht umgekehrt. Was nützen dir die ganzen Individualisten, wenn die sich am Ende ins Team integrieren wie so eine EC-Tankfüllung in Diesel? Das funktioniert auch nur einmal. Boah, ich soll das glatt beruflich machen. Das Erfolgsrezept vom BVB ist in dieser Saison ganz einfach. Nimmst eine Packung Knorr fix für warmes Wasser. Ja, mit 11 Egozentrikern im Team wird es selbst schwer, eine Ich-AG zu gründen. Geschlossenheit zeigen die BVB-Spieler nur, wenn trainingsfrei ist. Dann ist der Laden nämlich zu. Also geschlossen. Christian, bei dir ist ja null Spannung. Warst du im Schwimmbad mit deiner Flöte wieder zu lange an der Ansaugtüte? Oder was? Ja, und die Bayern wieder sportlich in der Spur. Wobei die Jahreshauptversammlung, die müssen die 3-4 Mal, die würde ich auf Tour schicken. Uli Hoeneß, sensationell, sagt zu so einem Katar-Gegner, ihr Auftritt war peinlich. Das hier ist die Jahreshauptversammlung des Sportvereins FC Bayern München und nicht von Amnesty International. Herr Uli, die können dir auch nicht mehr helfen, ne? Wenn deine Halluzinationen anfangen, sich Sorgen zu machen, dann wird's schwer. Ich wäre gern einen Tag lang mal im Kopf von Uli Hoeneß. Wobei, nee, ich habe Angst, allein in leeren Räumen zu sein. Patrick! Mach mit Risiko zum Kopfball! Du Schisser! Du passt im Phantasien an deiner Achterbahn auch immer nur auf die Rucksäcke von anderen auf, ne? Andi, du bist ab Herbst auch nur noch hier bei uns in der Mannschaft, damit du einmal die Woche warm duschen kannst, ne? Du Sparfuchs! Ja, bei Schalke kriegt der Kramer noch eine Chance. Sicher. Gegen die TSG Hoffenheim im DFB-Pokal. Nachdem er Freitag erst zu Hause gegen Hoffenheim verloren hat. Das macht komplett Sinn. Vor allen Dingen richtiger Rückhalt. Wenn du weißt, du hast als Trainer noch eine Chance, dann stehen alle hinter dir, weil vorne die Luft dünn wird. Wenn du in Bielefeld schon ohne Spielsystem und Erfolg geglänzt hast, kannst du das ja auf Schalke einfach auch so weitermachen, ne? Wobei, bei dem Kramer, da nützt auch nichts mehr, wenn der sagt, komm, alle Mann meine Kabine, Tür zu, Kiste Pilz in der Mitte und jetzt wollte man mal richtig die Eule vom Ast. Patrick, du lernfähiges Wesen. Gestern sagst du zu mir, nach 18 Pilztrainer hatte ich einen richtigen Kater. Und heute kommst du, ich habe 19 getrunken und merk, ist genau dasselbe. Und in Stuttgart hat die planlose Taskforce jetzt scheinbar endlich einen Trainer gefunden. Ne? Profilanforderung war ja, er muss sich mit jungen Spielern auskennen. Ich habe jahrelang bei uns die E-Jugend gemacht. Wobei der VfB Stuttgart hat gesagt, die wollen wir nicht. Uwe, du sparst so sehr mit Toren und Siegen. Es lagen da gestern irgendwie 30 Bilder auf dem Tisch und der Sportdirektor so, hier, dann nehmen wir einen von denen. Und alle so, wie in denen. Nach 30 Sekunden alle so, yes, Torup. Also das ist der, jetzt yes. Einer von denen. Kevin! Boah, der ist so hohl, der glaubt, Winfried ist einfach nur Englisch für Siegfried. Sagen, in Stuttgart hat die Plan for the Task. Also Outtakes sind sicher heute. Da brauchen wir gar keine Gedanken machen. Warte! Nee, Andi, nochmal. Was nicht? Nochmal, was nicht? Aus einer Hummel wird. Nochmal. Mit 11 Egozentrikern im Team wird's halt schwer. Nochmal. Geschlossenheit zeigen die Spieler beim BVB nur, wenn trainingsfrei ist. Dann ist der Laden nämlich. Nochmal, scheiße. Geschlossenheit. Zeigen die Spieler beim BVB. Sommer. Ja, und die FC Bayern. Ja, wer kennt sie nicht? Das wir gendern jetzt auch für den FC Bayern. Nochmal. Du Schisser! Du passt im Phantasialand beim. Ja, beim Fall. Nochmal.